Hi ho meine Amigos und herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial zum Thema Aufzug in Ark. Es gibt drei verschiedene Größen. Es gibt einmal den kleinen, den mittleren und den großen. Wie man die baut, dass die dann auch funktionieren, wie das Ganze funktioniert mit Dino und so weiter und so fort, seht ihr jetzt in diesem Tutorial. Viel Spaß! So, wir brauchen eine Metallplattform, also ein Fundament oder Holz oder Stroh. Davor setzen wir jetzt die Aufzugsschiene, hinten mit der Verstärkung, seitlich geschlossen und vorne offen. Daran kommt dann die Plattform. Zack. Und das wäre es auch schon gewesen. Ihr könnt dann einfach so die Aufzugsschienen verlängern, so hoch ihr sie braucht. Ist dann so, wenn ihr das baut. Wäre Vorteil, wenn ihr einen Quetz habt oder fliegen könnt, denn es ist blöd, weiter raufzukommen mit einer Strickleiter, nicht so das Optimale. Hier sehen wir jetzt die ganz große Plattform, hier die mittelgroße und hier nochmal die kleine. Wenn man das so anbringt, schaut es ein bisschen blöd aus, weil die Plattform im Fundament drin ist, also nicht so empfehlenswert. Wir bauen mal hier noch einen auf. Und hier genauso. Eine haben wir noch. Bringen wir auch noch an. Gut, somit wären diese Geschichten schon erledigt. Jetzt müssen wir das Ganze noch mit Strom verbinden. Ganz klar, wie immer, mit Stromgenerator die Kabel entlang ziehen. Wie wir das ja schon kennen und lieben gelernt haben mit dem lieben Strom. Dass wir rüberkommen, wie gehabt, das Kreuz. Und dann einfach rüberziehen. Gut, die Stromleitung ist rübergezogen. Wir brauchen jetzt noch Steckdosen, damit wir ein Kabel verbinden können. Ja, es würde sich von alleine auch überall hinspannen. Sieht ja recht schick aus. Aber wir werden wohl mehr Steckdosen setzen und hoffen, dass das dann... Nee, das bleibt so. Okay, lassen wir da mal so. Gut. Man baut auch nicht drei nebeneinander, ist ja nur zum Vorzeigen. So, Benzin ins Aggregat und einschalten. Jetzt sollte das alles bepowered sein. Lesen wir mal, was da steht. Betriebsbereit anheben. Zack, und wir fahren rauf. Herrlich. Es funktioniert einfach einwandfrei. Das passt gut. Und das ist jetzt, wie gesagt, die große Platte. Dreieck und er fährt wieder runter. Ihr seht, die hat schon eine Größe. Das wäre die mittlere Platte. Nö. Bitte einmal aufheben. Die mittelgroße ist auch schon recht fett. Die, glaube ich, kann 1500 tragen. Die große 3000 und die kleine... Und das ist die kleine. Finde ich recht niedlich. Und jetzt machen wir auch noch den Test mit einem Dino. Wenn wir den da drauf packen, nehmen wir mal den. Wir spazieren auf die große Plattform. Und heben das Gerät an. Wunderbar. Und im nächsten Stock. Und aussteigen. Also richtig eine coole Sache. Man kann es auch vom Dino aus steuern. Also man braucht nicht den Dino verlassen. Einfach nach unten schauen. Dreieck drücken. Das Ding fährt hoch. Hält an, fährt runter. Man kann es auch zwischendrin stoppen. Aber es fährt dann nicht weiter nach unten, sondern es fährt wieder nach oben. Also egal wo ihr stoppt, es schlägt dann die andere Richtung wieder ein. Und jetzt lassen wir das Ganze nach unten fahren. Okay, also den Dino-Test bestanden, das passt. Und eine ganz coole Sache für Baumhaus und so weiter. Da macht das natürlich schon Sinn, auch für normale Häuser eigentlich, wenn man keine Treppe will. So eine Wendeltreppe ist ja manchmal ziemlich verpackt und auch das mit Leitern ist nicht so die tolle Lösung. Da ist natürlich so ein Aufzug schon eine coole Sache. Okay, ich hoffe, das kleine Tutorial konnte euch im Bereich Aufzug etwas weiterhelfen. Fragen gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.